Preisen ausgezeichnet. Darunter auch mit dem Young Thai Artist Award und dem Outstanding Award für den 12. Kunstwettbewerb von Panasonic. Geboren wurde der Künstler 1985 in Isan, also in der Nordostregion Thailands. Und zwar in Tatum, in der Provinz Surin. Der Alltag der Bewohner ist dort seit jeher eng mit Elefanten verbunden. Sie gelten den Menschen nicht nur als Helfer, sondern sind eine unverzichtbare Quelle für Mut, Ehrfurcht und Kraft. Diese tiefe Beziehung zu diesen Wesen prägte auch Pet Chodkin. Wann immer der Künstler seine heimatliche Lebenserfahrung ausdrückt, ist meist der Elefant das Leitthema, um den Isan und die Thailänder zu vertreten. Darüber hinaus inspirieren ihn buddhistische Werte, so etwa der Glauben an das Leben als Reise mit Wegen, die uns vorbestimmt sind. Bereits während seiner Studienzeit an der Universität Mahasarakhan und in seiner Heimatregion und Sin La Bogon in Bangkok hatte er anerkannte thailändische, aber auch international bekannte Künstler als Mentoren. Passend zu den diesjährigen Feierlichkeiten 150 Jahre Freundschaft zwischen Thailand und Österreich genießen wir heute eine Premiere. Erstmals überhaupt in Europa können wir jetzt mit Art of Siam eine Auswahl seiner Bilder bewundern. Ich darf Pet um ein paar Worte bitten. Liebe Besucher meiner Ausstellung, ich bin sehr glücklich, dass Sie das erste Mal im schönen Österreich meine Bilder in eine Ausstellung zeigen darf. Mein Dank gilt vor allem der Firma ÖBB und Herr Wolfgang Stickmeier, der es mir ermöglicht hat, diese Ausstellung zu machen. Weiter möchte ich mich bei allen anderen bedanken, die dazu beigetragen haben, diese Ausstellung zu organisieren. Die Art of Siam Serie ist ein Ausdruck des lebendes Glauben an den Buddhismus und der Kultur Thailand. Weiter auch Anlass zum 150-jährigen Bestehen der Freundschaft Österreich und Thailand gibt es auch ein Bild dazu. Ich hoffe, dass meine Kunstwerke allen gefallen werden und bedanke mich nochmal für Ihren Besuch. Dankeschön. Hat und versucht hat, uns damit seinen Dank und seine Freude, dass er seine Bilder hier ausstellen kann, wiedergibt. Abschließend darf ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Mein Dank gilt nochmals dem Künstler und den bezaubernden thailändischen, traditioneller Tracht anwesenden Damen, aber auch meinen Mitarbeitern, welche bei der Organisation dieser Vernissage behilflich waren. Ganz besonderen Dank darf ich auch an Frau Onkel User richten, die sich bereit erklärt hat, in stundenlanger Arbeit für das leibliche Wohl in Form eines Buffets mit thailändischen Speisen zu sorgen. Ich möchte Ex-Premierminister Kukrit Pramoy zitieren. Der Lebensstil der Thai ist geschmackvoll, verwöhnt von einer gütigen, schwelgenden Natur, geprägt von anpassungsfähigen moralischen Werten und einer heiteren Gelassenheit gegenüber Problemen des Lebens. Ich wünsche allen die heitere Gelassenheit gegenüber den Problemen des Lebens durch das Zusammenwirken von thailändischer Kunst und Tradition, thailändischer Küche und Musik, gemeinsam mit herzlichen Menschen aus Thailand zu leben und mit nach Hause zu nehmen. Ko Hai Sanuk Mak Mak Nagrab. Gute Unterhaltung.
darf jetzt noch einmal um kurze Aufmerksamkeit bitten. Unser Künstler Bert Schäckling hat einen gebeten, dass er gerne der Gesandten der thailändischen Botschaft überreichen möchte. Ja? Ich war fast nicht. Wollt ihr nicht?